ab, meine Freunde, damit herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und ja, ihr seht, meine neue Kollektion ist draußen. Mr. Pyro Manager sieht man hier schön. Hello, my name is Mr. Pyro Manager. Aber Freunde, ich würde sagen, das geht noch ein wenig stylischer. Freunde, das ist mein neues T-Shirt. Einfach unnormal geil sieht das aus, finde ich. Kann noch mal ein bisschen da rangehen. Hier Mr. Pyro Manager und dann hier schön mein Logo drauf. Und ja, ich muss euch noch kurz erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar, Freunde, ihr wisst ja, ein paar Pyro-Kollegen haben vielleicht schon ein paar T-Shirts von sich und so. Aber ich wollte das eigentlich nie so richtig, beziehungsweise kam nie dazu, wusste nicht wie, wo und wann und so weiter. Und ja, dann war es so, Kölner Lichter, Pyrofree KD hatte auch sein T-Shirt an und hat mir auch relativ gut gefallen. Und dann meinte er, ja, willst du dir nicht auch mal ein T-Shirt machen? Ich so, ja, wieso nicht? Mit dem Manager vorne drauf, ich so, ja, guck ich mal. Dann habe ich irgendwie schon Bock bekommen, aber ich habe es irgendwie dann nicht durchgezogen. Aber dann, Freunde, bin ich wie jeden Tag eigentlich mit dem Bus zur Schule gefahren. Und auf einmal sehe ich da ein Plakat von der T-Shirt-Druckerei. 50 T-Shirts, so und so viel Euro. Und ich denke so, ja, ist ja eigentlich ganz billig. Und gehst du da mal vorbei und fragst, ob die auch T-Shirts einzeln machen können. Und da haben die halt gesagt, ja, einzelne T-Shirts machen die generell nicht. Aber das Kleinste, was sie für mich machen könnten, wäre ein 10er-Pack. Dachte ich so, ja, okay. Nimmst du halt den 10er-Pack und dann ging es auch nochmal so ganz lang, weil ich konnte nicht einfach den Manager nehmen, weil der ist ja so ganz klein für mein Profilbild gemacht worden. Und wenn man den groß gezogen hat, war das natürlich verpixelt. Also musste man das alles neu machen in einer größeren Form, das hat alles wieder gedauert. Und somit habe ich da mit meinem Bruder zusammen, der hat das ja auch schon davor gemacht gehabt, der hat da die besseren Kenntnisse als ich. Ja, und dann hat das mein Bruder erstellt und dann nahm alles so seinen Lauf. Ich bin damit wieder hin, habe gesagt, hier, ich habe das neue Motiv in groß und Schrift so und so, bla bla. Und dann ging es wirklich übelst schnell. Innerhalb einer Woche haben die es hinbekommen, alles so zu drucken und es ist echt gute Qualität und alles richtig nice. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was mache ich mit den letzten 9? Na klar, ich habe die versucht oder ich will es jetzt immer noch versuchen, die irgendwie an euch zu verticken und natürlich auch für einen günstigen Preis, nicht dass ich da irgendwelchen Gewinn draus mache, keine Sorge. Das Ding ist, wie das jetzt alles funktioniert. Ich habe jetzt noch 9 Stück, ich habe jetzt noch 4 T-Shirts in M, 3 in S und 2 in L. So, wie das alles funktioniert. Ich habe jetzt in der ersten, in der Beschreibung den ersten Link, da geht jetzt drauf, das ist meine eigene Website. Die hatte ich zwar schon mal, aber die war jetzt dann noch nicht so professionell. Die ist jetzt immer noch nicht so professionell, wie ihr vielleicht eine Website kennt, aber so für den Anfang ganz okay. Und es soll ja auch nur zum einfachen Zweck dienen. Da stehen noch mal genaue Infos, wie ihr die waschen müsst und wie viel noch verfügbar sind. Beziehungsweise, da steht noch mal der Preis. Ich kann Ihnen auch jetzt schon sagen, die kosten nur 19,90 €. Plus 2,50 € Versand, also 22,40 €. So ein nice T-Shirt und egal welche Größe. Es würde mich einfach unnormal freuen. Also es ist eigentlich schon krass, wenn jemand ein T-Shirt kauft, wo von meinem YouTube-Kanal das Logo drauf ist. Also ich weiß nicht, es ist einfach abnormal, wenn das passieren würde. Ja, ich hoffe, ich bekomme die bis Silvester dann noch los, diese neuen T-Shirts. Ihr geht jetzt mal auf die Website, da stehen noch andere Dinge wie Statusmeldungen. Da sind nochmal die Livestreams alle aufgebaut. Lauter so Sachen könnt ihr halt alle mal vorbeischauen. Und wie gesagt, da steht nochmal die genaue Infos, wie ihr die T-Shirts bekommen könnt. Nämlich, ihr müsst mich auf Skype adden oder auf Facebook und da dann einfach anschreiben und sagen, hey Manager, ich will das und das T-Shirt in Größe S, in Größe L, was auch immer. Und dann, wenn alles geklappt hat, wenn ich sage, ja, das gibt es noch und bla bla, bist du dir sicher, bla bla bla, dann schicke ich euch die Kontodaten, die Kontonummer und so weiter und dann könnt ihr mir das Geld überweisen. Und wenn das Geld eingetroffen ist, dann verschicke ich euch das T-Shirt. Und ja,
Es freut mich übelst, mein eigenes T-Shirt zu haben. Es sieht einfach, finde ich, mega geil aus. Ich kann nochmal kurz vom Namen rankommen. Echt gute Qualität und alles. Und ja, für 19,90 €, ich meine, ich habe schon mal bei anderen größeren YouTubern geschaut, ich weiß nicht, sei es Let's Player oder so, da kosten die T-Shirts alle um die 30 € oder so, nur damit die sich da eine goldene Nase oder so verdienen. Dann würde ich sagen, das war's vom Video, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Schaut beim ersten Link in der Beschreibung vorbei, schaut meine Facebook-Seite, stehen auch nochmal alle Sachen, genaue Infos und so weiter. Und ja, haut rein, Freunde, das war's mit diesen zwei Projekten, die ich am Laufen hatte. Das eine war das T-Shirt, das andere war die Website. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und vielleicht das T-Shirt. Wenn ja, wie gesagt, schreibt mich auf Skype oder Facebook an. Ihr könnt mir auch zur Not eine YouTube-Nachricht schicken und schreiben, hey, ich möchte das T-Shirt haben in der und der Größe und so weiter. Gut, Freunde, dann war's mit dem Video. Haut rein und ciao!